Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in unserem Desert Park. Und beim letzten Mal haben wir diese tolle Oase gebaut, haben hier den Fluss so ein bisschen weitergeführt, haben richtig schön viele Palmen und so platziert. Also ich bin schon sehr zufrieden mit der Optik. Sieht schon mega, mega cool aus so. Gefällt mir. Und heute werden wir uns in dieser Folge ganz viel mit dem Sand und den Dünen und so beschäftigen. Also wir werden ganz viel mit dem Erhöhen-Tool und so arbeiten. Das wird ganz schön schwierig werden, das natürlich aussehen zu lassen. Und ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht lange und legen direkt los. Achso, bevor ich dazu komme, wir hatten ja beim letzten Mal, da vorne sind sie, zwei Spinoraptoren freigelassen. Und ihr habt bestimmt schon richtig tolle Kommentare geschrieben, wegen den Namensvorschlägen und sowas. Allerdings nehme ich diese Folge im Voraus auf. Oh, was machen die denn? Synchronschnappen. Diese Folge im Voraus nehme ich auf und deswegen konnte ich die Kommentare noch nicht lesen. Ich werde die beiden auf jeden Fall in der nächsten Folge dann zusätzlich mitbenennen. Also ihr könnt... Nee, Namensvorschläge könnt ihr nicht mehr reinschreiben. Das ist in der Folge davor. Also falls ihr einen Spinoraptor noch einen Namen verpassen wollt, dann dürft ihr es gerne noch in der Folge davor kommentieren. In dieser Folge werden wir noch Dinosaurier freilassen, für die ihr Namensvorschläge unter dieses Video schreiben könnt. Aber für die beiden Spinoraptoren, das müsst ihr in dem vorigen Video machen. Und ich finde, es sieht schon so cool aus, wenn die hier durch den Fluss gehen. Und dann kommt die Jurassic Tour. Da oben fährt die Einschienenbahn. Boah, das ist echt nice. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Er schreit erstmal für die Gäste der Tour. Aber wie krass groß der ist. Das hätte ich gar nicht gedacht, ne? Schaut mal. Von der Größe ist der Spinoraptor fast so hoch wie der Tourtruck. Also das ist schon echt extrem. Nicht schlecht. So, jetzt haben wir uns auch ganz schön ablenken lassen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt hier an. Ich mache jetzt auch erstmal hier die Strecke weg. Die brauchen wir nämlich jetzt erstmal nicht. Ich weiß, keine Wegverbindung. Ist aber nicht weiter schlimm, weil die war ja erstmal nur vorläufig. Wir müssen nämlich nachher mal schauen, wo wir die langlaufen lassen. Kurze Überlegung war ja, weil die hat ja auch an den Säulen diesen grünen Rand. Ich weiß nicht, ob man das hier gut sieht. Ja, genau. Das stört mich ja immer so ein bisschen. Ich weiß, ihr seid ja wahrscheinlich, oder die meisten von euch stört das gar nicht so, aber ich finde das extrem störend, muss ich sagen. Wenn ständig da unter jeder Säule auf dem Sand so ein Graspunkt ist. Deswegen ist die Überlegung, entweder das Ganze hier über den Fluss entlang zu führen. Aber da meinten schon einige, dass dadurch die Optik kaputt gehen würde. Also vermutlich wird das Ganze hier am Rand entlang führen und hier werden wir einfach noch so ein bisschen den Wald ein bisschen weiterziehen. Problem an der Sache ist natürlich, dass dann wieder mehr Sand verloren geht und ja, Sand, also verlorener Sand ist natürlich verlorene Wüstenoptik. Hier die Chunkingos, die passen natürlich super. Hier Paläobotanik ist natürlich grauenhaft, die Bewertung, weil die alle vom falschen Futterspender fressen. Aber gut, ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Jetzt wird nämlich ganz viel erhöht. Ich weiß gar nicht, wie es in echt ist mit Dünen. Ich glaube, Dünen sind immer so geschwungen und so länglich. Wisst ihr, was ich meine? So wie eine Schlange so ein bisschen. Ich glaube, da so verlaufen Dünen so ein bisschen. Und ich versuche das auch so ein bisschen hinzubekommen. Wir müssen nur aufpassen. Aber es sieht doch schon cool aus, oder? So. Das so ein bisschen anhebe. Aber ich glaube, das ist echt so ein bisschen dieses Dünenmäßige. Okay, müssen halt nur aufpassen, dass wir hier nicht zu steil anheben. Aber ich glaube, das macht schon relativ viel aus, wenn ich hier so ein paar Dünen habe. Glätte da auch, glaube ich, gleich nochmal so ein bisschen über. So. Boah. Macht auf jeden Fall schon mal ordentlich was her, ne? Wenn wir hier noch überglätten, das Ganze ein bisschen anpassen später. Na, da kommt auf jeden Fall schon mal mehr Wüstenfeeling auf. Not bad. Wir müssen auch noch irgendwo eine weitere Besucherstation unterbringen. Hier sowas, wo wir diese Gebäude haben. Da bin ich mir auch noch nicht sicher, weil ja, je mehr Platz wir hier vergeuden, desto weniger Wüste haben wir. Okay. Aber ich glaube, mit diesen Hügeln fahre ich schon ganz gut, wenn wir das Ganze noch überglätten und so. Kann natürlich auch sein, dass ich mich irre mit den Dünen. Dass Dünen irgendwie komplett anders sind, aber ich habe es irgendwie so in Erinnerung, dass Dünen immer so ein bisschen länglich sind und nacheinander. Falls dem nicht so ist, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Dann kann ich das Ganze natürlich noch anpassen. Ich werde jetzt erstmal stumpf so ein bisschen hier den Sand überall ein bisschen bearbeiten und dann schauen wir mal das Gesamtbild an, würde ich sagen. Was ist denn hier passiert? Oh ne, das sieht nur so aus. Okay, alles gut. Ich versuche hier auf jeden Fall in einem Schwung zu bleiben.
Wir können ja auch hier. Aber wir lassen das mal so. Wir könnten natürlich hier auch die Strecke anheben. Das ist ja an sich nicht störend. Aber wir lassen das jetzt einfach mal so. Ich versuche hier mal so ein bisschen höher zu gehen. Muss ich hier nur langsamer lang gehen. Aber wir werden da gleich noch ganz viel anpassen müssen und glätten müssen und so, damit das nicht so gleichmäßig aussieht. Aber ich glaube, das bringt schon echt viel zur Wüstenoptik. Schon nicht verkehrt. Vielleicht können wir später auch mal die ein oder andere richtig hohe Düne oder so machen. Also ich finde schon, dass es was bringt. Definitiv. So. Hier nochmal. Versuchen wir mal hier ganz am Fluss entlang zu gehen. Ich darf nicht zu nah an den Fluss rangehen, weil sonst geht halt Wasser verloren. Aber das muss ich dann alles im Nachhinein noch so ein bisschen bearbeiten. Das ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich versuche mal jetzt hier einmal komplett mit der Düne. Gott, hier ist schwierig die Stelle. Am Rand entlang zu gehen. So. Sehr gut. Wir können ja auch mal so ein bisschen so machen. Damit man da so ein bisschen Variation reinkriegt. Ich weiß gar nicht, ob man das erkennen kann auf YouTube. Ist sehr, sehr schwierig, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn wir das nicht alles gleichmäßig machen. Dann sieht das hier alles so ein bisschen natürlicher aus, also als wenn das nicht alles so gleichmäßig ist. Aber diese Gebäude, die muss ich halt echt mal entfernen jetzt hier. Brauchen wir jetzt ja auch erstmal nicht. Die waren ja auch nur vorläufig. Da muss ich mir nochmal was überlegen. Genau wie die Strecke hier. Mach ich mal so. Dann können wir nämlich hier auch vernünftig arbeiten. So, jetzt haben wir es erstmal so ein bisschen hügelig gemacht. Das sieht auf jeden Fall schon mal mehr nach Wüste aus. Sieht zwar jetzt noch ein bisschen sehr gleichmäßig aus und wir müssen halt überall nochmal so ein paar Gräser und so unterbringen. Aber wenn das nur dieser Stumpf, dieser gleiche Sand ist, ist es natürlich ein bisschen doof. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir... Hey, vorne sieht das alles noch ein bisschen cooler aus, finde ich. Weil ich hier es nicht so gleichmäßig gemacht habe wie hier. Ich glaube, das war mein Fehler hier. Hier habe ich das zu gleichmäßig gemacht an der Stelle. Ich hätte da, glaube ich, einfach mal ab und zu so... Das kann man, glaube ich, auch noch im Nachhinein ein bisschen ausgleichen. Dieses Ungleichmäßige. Aber ich glätte erstmal hier so ein bisschen rüber. Das soll ja alles nicht ganz so steil später sein. Natürlich an einigen Stellen kann es ruhig ein bisschen steiler sein. Ist gar nicht so das Problem mit. Sollten wir vielleicht mal vorher bei Google ein paar Bilder von Wüsten oder so angucken. Und das nicht so frei Schnauze machen. Damit ich auch weiß, wie eine Wüste wirklich aussieht. Weil ich war noch nie in der Wüste. Ich habe keine Ahnung. Ich mache das jetzt gerade so nach Gedächtnis und so wie ich denke. Aber es sieht schon gar nicht so schlecht hier aus an dieser Stelle. Ist schon recht cool. Und wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt ab und zu mal, sagen wir mal, diesen Dirt einfach nur, damit wir hier so ein bisschen Variation mit reinkriegen. Es ist ja nur ganz minimal, was ich hier mache. Das ist hier schon zu much. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit bezwecken will, ne? Dass es nicht alles so mega gleichmäßig aussieht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Wüste der Sand immer genau die gleiche Farbe hat. Der ist bestimmt mal an der einen Stelle ein bisschen heller, an der anderen ein bisschen dunkler. Und ich weiß gar nicht, in der Wüste Kakteen wachsen da, glaube ich. Und ich weiß es gar nicht, in so einer richtig heißen Wüste wachsen da Kakteen? Ich glaube schon, ne? Es wäre halt cool, wenn wir hier Kakteen hätten. Aber ich glaube, das Einzige, was wir hier machen können... Ich glaube nicht, dass es hier eine passende Pflanze gibt. Warte, ne. Kannst halt knicken. Können ja auch nicht mitten im Wald machen. Wir können natürlich nochmal so eine kleine Mini-Oase irgendwo hin machen. Aber das war es dann, glaube ich, auch schon. Aber ich glaube, diese minimalen Farbänderungen ab und zu sind gar nicht so schlecht. Wir können aber auf jeden Fall dieses vertrocknete Gras machen, das Klippengras. Können wir auch noch ab und zu hier so ein bisschen hin machen. Wir dürfen halt auch nicht übertreiben damit. Das ist, müssen wir ganz sparsam mit umgehen. Das muss richtig zart nur ab und zu sein. Soll ja noch so ein vertrocknetes Feeling haben. Ich will nur nicht, dass es alles gleich aussieht.
Das ist so der Grundgedanke dahinter. Problem ist so, wir werden gar nicht viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben, denke ich, oder? Außer Oasen und dieses hügelig machen. Aber es sieht doch schon nicht schlecht aus, Leute, jetzt mal ehrlich. Also ich finde es echt cool so. Die Optik ist schon nicht schlecht, wenn ich das jetzt so den ganzen Park durchziehe. Ist das, glaube ich, schon nicht verkehrt. Vielleicht, also wir müssen halt, glaube ich, echt noch so ein paar kleine Oasen und so mit reinmachen. Wird auf jeden Fall helfen. Aber ich finde das schon sehr cool. Ich glaube, ich werde das den Rest jetzt auch nochmal so ein bisschen anpassen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, ich habe das Ganze schon mal jetzt so ein bisschen angepasst. Und ich finde, die Wüstenoptik ist schon echt cool jetzt. Sieht schon nice aus. Aber ich glaube, wir müssen auf jeden Fall noch die ein oder andere kleine Mini-Oase irgendwo mit dazwischen machen. Weil das Ganze sonst einfach zu trist aussieht. Also ich glaube, hier an solchen Spots oder so. Aber wir müssen erstmal überlegen, wo wir jetzt hier noch Menschenstationen und so hinmachen. Also vielleicht ist es klüger, solche Oasen, wo dann auch Futterspender und so hinkommen natürlich, die müssen wir auch noch ein bisschen verteilen, erst am Ende zu machen. Also könnte ich mir vorstellen, dass wir jetzt erstmal hier die Jurassic Tour den Rand und so machen und noch uns überlegen, wo wir noch eine weitere Menschenstation hinmachen. Also für die Besucher, logischerweise. Ich glaube ja schon fast, dass mal wieder dieser Ort hier am sinnvollsten ist. Einfach, weil der so fernab ist. Da könnte man, denke ich mal, gut noch irgendwie so einen kleinen Industriebereich oder so machen. Könnte auch cool aussehen, wenn dann die Einschienenbahn einmal hier so am Rand entlang fährt. Wir können ja auch die mal eben durchplanen. Das könnte aber echt nice sein. Kann ich mir gut vorstellen. Also ich versuche jetzt einfach schön am Rand entlang zu bauen. Möglichst nah. Da ist das schon mal sehr gut. Ich denke mal, hier mache ich mal einfach diese Kurve so ein bisschen. Und dann schauen wir mal, dass wir das Ganze hier vernünftig rumkriegen. Ja, die Kurve ist nicht ganz so schön. Ich hätte vielleicht ein bisschen eher einlenken sollen hier. Ja, Weg nicht verbunden, ich weiß. Habe ich auch gerade weggemacht. Ich glaube, wenn ich so mache... Jo, so sieht das Ganze ein bisschen schöner aus. Genau, und dann wird am Ende hier die Einschienenbahn auch noch langkommen. Beziehungsweise hier werde ich auch später erst einlenken, denke ich. Machen wir erstmal so, dass wir hier auch eine Säule haben unten noch. Ja, sehr gut. Und dann werden wir das Ganze... Ja, wir müssen jetzt hier auch gucken, dass wir noch Säulen haben, weil genau unter uns die Strecke ist. Aber finde ich eigentlich ganz cool, wenn wir das Ganze an der Strecke entlang führen. Weil dann fährt man sozusagen an den Säulen die ganze Zeit entlang. Genau. So, super. Die machen wir dann gerade. Und dann irgendwie hier hinten hin. Da müssen wir mal schauen. Das mache ich, denke ich, erstmal. Oder das mache ich erstmal später, denke ich. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Und dann müssen wir natürlich hier nochmal wieder den Rand schön verkleiden hier. Weil ich mag halt diese Stellen dann nicht. Nicht ganz ehrlich. Das hier, das stört mich, dass hier diese Säulen immer diesen Dirtboden mit sich bringen. Nicht doof. Deswegen will ich es halt am Rand machen. Ich hoffe, dafür geht nicht zu viel Wüste drauf. Aber ich denke mal nicht, ne? Wir haben noch mehr als genug Wüste, glaube ich. Versuche ja auch schon, möglichst weit am Rand zu bleiben. Ich gebe mir zumindest größte Mühe. So, sehr schön. Ja, hier vorne... Ich glaube, hier vorne, ist mir das jetzt egal. Da halt mal sowas unter ist. Ich könnte jetzt auch hier so einen Dirtstrich durchmachen, aber ich glaube, das wird noch einfach viel schlimmer aussehen, als wenn ich es so lasse. So doll stört es mich jetzt nicht, wenn es nicht überall ist. Das ist eigentlich ganz cool. Ich glaube ja später, dass wir einfach richtig viele Dilos freilassen müssen, die gute Wüstenfarben haben, damit die sozusagen auch so ein bisschen die Deko ersetzen. Weil ich meine, viel mehr können wir halt hier nicht machen, als ab und zu mal so ein bisschen Gras und so. Aber ihr seht schon, die Dinos tragen halt auch zur Deko bei, ne? Also die Wüstenoptik ist auf jeden Fall schon da. Also ich finde, das haben wir gar nicht so schlecht hingekriegt. Ich werde hier vorne auf jeden Fall nochmal ein bisschen mit Wald und so arbeiten. Hier werde ich auch nochmal ein bisschen das Ganze einwalden. So. Ich bin hier am Rand bleiben. Bin mir tatsächlich auch noch nicht so sicher, ob wir hinten noch
Wüste machen. Ich mache hier auf jeden Fall noch ein kleines Stückchen Wald. Ich denke mal, dann lasse ich hinten Wüste. Vielleicht können wir auch hier nochmal so einen Futterspender oder so an den Rand machen. Ich weiß es noch nicht. Aber es sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Bin sehr zufrieden damit. Können wir auch hier vielleicht nochmal ein bisschen mit dem Grastool übergehen am Rand. So. Wunderbar. Cool. Ja, das ist doch schon mal super. Haben wir die Seite schon mal sehr weit vorangebracht. Ja, hier vorne müssen wir auch nochmal schauen. Das hier ist mir schon wieder fast zu viel Wald, was ich hier gemacht habe. Aber so eine kleine Waldreihe finde ich gar nicht verkehrt hier. So. Okay. Das ist doch schon gar nicht so verkehrt. Dann würde ich schon fast sagen, dass wir nur noch so vereinzelt ein paar Bäume hinmachen. Ich würde die möglichst gerne möglichst nah an der Strecke haben, so ungefähr. Genau, das ist gut. Hier können wir auch mal wieder ein paar mehr Bäume hinmachen. In dieser Kurve. So, super. Okay. Sieht doch schon ganz gut aus. Dieser ganze Rand und Rahmen und so. Dann machen wir natürlich wieder hier unser geiles Klippengras, was sehr passend ist. Versuchen das hier noch ein bisschen überzupinseln. Könnten natürlich auch nochmal hier den ein oder anderen Felsen unterbringen. Ich weiß nur nicht, ob das aussieht. Ja, warum nicht? Oder? Ne, eigentlich macht das keinen Sinn. Das sieht irgendwie komisch aus. Lassen wir lieber weg. Also Felsen sind sehr, sehr schade, dass es nicht so rötliche Wüstenfelsen gibt. So, wer hat jetzt hier niedrige Gesundheit? Was soll das? Irgendein Dino macht Faxen. Schauen wir doch mal. Ah, ich bin schon sehr zufrieden damit. Sieht sehr gut aus. Jo, das sieht super aus. So, wer hat niedrige Gesundheit? Oh, der Spinoraptor, warum? Bruder, was los? Hast du auch noch nichts gegessen? Die haben beide noch nichts gegessen. Aber warum? Haben wir keine Fleischfutterspender hier? Nur hier hinten in der Oase, ne? Ich glaube, wir müssen mal eben... Nein, wir haben gar kein Heli-Zentrum mehr. Mist. Okay, Leute, wir müssen mal eben... Und Jeep haben wir auch nicht. Okay, wir müssen unbedingt wieder hier schnell was bauen. So, wir fahren mal ganz schnell los und helfen mal eben unseren Dinosauriern. Nicht, dass sie hier sterben. Können wir auch schon mal hier so ein bisschen die Wüste sehen. Ist auf jeden Fall schon mal schön hügelig hier. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen überglätten. Aber ansonsten ist es schon ganz okay. Wo sind denn die Dinosaurier? Ist jetzt die Frage. Mal schauen, ob wir die finden. Sollte ja eigentlich in der Wüste nicht zu schwierig sein. Wann waren sie ja irgendwo da hinten? Schnell hier durchs Wasser heizen. Den Fluss entlang. Hallo Jurassic Tour. Dude. So, da vorne ist schon mal einer. Nicht, dass die uns hier wegsterben. Nehmen wir erstmal die erste Rettungsmission. Kleiner, ich habe was für dich. Nicht wegrennen. Okay, perfekt. Haben wir den schon mal ein bisschen geheilt. Jetzt ist die Frage, wo ist der andere? Ist das der? Oder ist das ein Stegimoloch? Nee, das ist der Spinoraptor, ne? Ja, das ist er. Wunderbar. Stillhalten, Kleiner. Nicht wegrennen. Oh Gott, er dreht sich ganz komisch. Jetzt nochmal. Au. Oh. Okay. Er hat mich voll weggerammt. Aber ist jetzt auch nicht weiter schlimm. So, jetzt schnappen wir uns nochmal ganz schnell die ACU-Station hier. Liegen dahin, betäuben die. Und wenn die jetzt nicht selber in ihre Richtung da rennen, also wo sie hin sollen, weil ich habe ja jetzt gerade echt nur Fleischfutterspender hier auf der Oase. Wenn sie es selber nicht finden, muss ich die mal eben zu ihrem Glück zwingen und die in die Richtung bringen. Das nützt nichts. Das sieht schon cool aus, ne? Also ist schon echt ein bisschen mehr Wüstenoptik jetzt so entstanden. Schon nicht schlecht. Teilweise noch ein bisschen zu hügelig, aber das kann man ja alles noch im Nachhinein ein bisschen begradigen. Und ich glaube, es ist jetzt echt wichtig, dass wir viele Dinosaurier ausbrüten und freilassen. Oh Gott. Hingelaufen.
dass wir viele Dinosaurier ausbrüten und freilassen, weil ich glaube, die Dinos mit den richtigen Skins tragen echt viel zur Wüstendeko bei. Okay, jetzt bleibt er stehen. Jetzt könnten wir einen Snipe landen. Haben wir auch. Ich hoffe, das reicht. Ne, es reicht noch nicht. Versuchen wir es nochmal. Oh, der wurde... Das sah fast so aus, als wenn er den abgeblockt hat. Geh hinterher, Leute. Er rennt durch die Wüste. Vor uns weg. Bleib stehen, Kleiner. Zack, da haben wir ihn. Sehr schön. Sein Bruder holen wir uns jetzt auch noch. Ja, ich weiß, es gefällt euch nicht, dass ich hier Jagd auf euch mache, aber ich will euch nur helfen. Gott, die rennen aber auch schnell weg, ne? Echt nicht einfach, die zu treffen. Boah! Ist genau unter uns gerannt. Nicht cool. Jetzt hält er still. Perfekt. Eingetroffen. Noch ein. Dann haben wir's. Ausgewichen. Bleibt stehen. Und wir haben ihn. Sehr schön. So, Jungs. Ich wollte euch nur zu eurem Glück zwingen. Ihr sollt in dem Bereich, wo ihr auch Futter habt, da sollt ihr hinkommen. Und das ist der Sinn dahinter, dass ich euch betäube. War nicht böse gemeint oder so. Okay. Ja, Leute. Haben wir schon mal wieder einiges geschafft. Und ja, ich habe ja gesagt, wir werden wahrscheinlich relativ viele Dinosaurier freilassen müssen. Einfach damit wir... Ja, die Dinos sind ja auch Deko, ne? Die haben ja auch schöne Farben, die laufen rum, die macht das Ganze lebendiger. Also sind ja im Prinzip auch irgendwo eine Art Deko. Und ich glaube, wir werden einfach viel davon brauchen, weil ihr seht ja, wir viel mehr Deko als dieses Grasbüschel und ab und zu mal so ein bisschen bräunlicher machen. Können wir gar nicht. Natürlich können wir noch so ein bisschen hügeliger machen und so. Aber ich denke, mit den richtigen Dinos, das wird wirklich viel helfen. Und deswegen suche ich jetzt mal in der Liste einige Dinos raus. Und diese Folge releasen wir einfach mal ein paar Dinos und dann schauen wir mal. Die erste pure Dinosaurier, da haben wir fünfmal den Kasmosaurus, alle im Wüstenmuster, also hoffentlich sehr passend. Ich würde sagen, wir lassen die frei. Schauen wir mal. Ja, cooler Skin. Passt auf jeden Fall. Auch ein toller Dinosaurier. Hat einen coolen Nackenpanzer. Die Hörner sind zwar ein bisschen kurz geraten vorne, aber sonst... Der ist ein nicer Dino. Ich lasse da auch mal die anderen noch frei. Schauen wir uns noch einmal an. Da kommt er von der anderen Seite. Also er sieht schon echt cool aus, ne? Sehr, sehr passend. Leider gar keine Musik, der Kleine. Aber ist auch nicht weiter schlimm. Die anderen drei lasse ich auch mal eben frei. Aber es kommt diese Folge auf jeden Fall noch mehr Dinosaurier, weil wir werden viele, viele Dinosaurier brauchen. So, Leute, ihr seht schon, ich habe jetzt die Kasmos erstmal hier rübergebracht in die Oase. Was noch ganz wichtig ist für die nächste Folge, wir müssen unbedingt schauen, dass wir noch ab und zu hier so eine kleine Oase machen oder irgendwie hier eine Futterstation unterbringen, dass wir noch so ein bisschen was in der Wüste verteilen. Es darf aber halt nicht so viel Wüstenoptik wegnehmen, da müssen wir halt schauen. Weil ich glaube, ich möchte halt viele Dinos haben, aber das mit den Futterstationen wird, glaube ich, echt ein Problem werden. Ich habe jetzt hier vorne nochmal eine hingemacht, weil wir einfach schon ziemlich viele Dinos haben, wie ihr seht. Und nicht viele Futterspender. Aber ist ja auch cool, wenn es dann solche Hotspots gibt, wie zum Beispiel diese Oase, wo dann viele Dinosaurier am Rand stehen und auch was fressen und so. Finde ich sehr cool. Und das war heute noch nicht alles mit den Kasmos. Wir lassen noch mehr Dinosaurier frei. Und zwar noch einen weiteren Kasmo, einen sechsten und vier Diplodocus. Einige haben geschrieben, der passt nicht so in die Wüste. Ich finde, der passt, weil in der Dokumentation Big L sind die auch in der Wüste gewandert. Außerdem gibt es dazu ein Wüstenmuster. Und deswegen finde ich den Diplodocus echt passend. Viele haben aber auch geschrieben, dass er cool ist und gut in eine Wüste passt. Und ich finde das auch, deswegen lasse ich den frei. Ich habe hier aber noch einen Kasmo mit dem Tundra-Muster. Also nochmal einer, der etwas anders aussieht. Oh, der ist aber sehr bunt und dunkel. Leider nicht so passend für die Wüste. Aber ist ja nicht schlimm, wenn sich ein Dinosaurier dann abhebt. Das macht gar nichts. Den werde ich jetzt aber nicht noch rüberfliegen. Also der muss seinen Weg selber finden und sich durchschlagen. Definitiv. Aber das kriegt er schon hin. Wir lassen den nächsten frei. Hier haben wir viermal, nee. Dreimal das Wüstenmuster und einmal Tundra-Muster. Wir lassen jetzt einmal mit Wüstenmuster frei. Und schauen uns mal den Diplodocus an. Ja, toller Dinosaurier. Mag ich sehr gerne. Stacheln, die sich über den ganzen Rücken erstrecken. Bis hin zur Schwanzspitze. Finde ich mega cool. Und die Farbe ist auch super passend. Richtig schöner Wüstenskin.
Also ich glaube, das ist der beste Langhals, den man für die Wüste aussuchen kann. Vielleicht den Mamenchi noch oder der Gnuktus oder wie der heißt. Keine Ahnung, ob die schöne Skins haben für die Wüste, aber ich finde der Diplodocus, der ist wirklich ideal für die Wüste geeignet. Skin sieht doch super nice aus für die Wüste. Ein ganz toller Dino. So. Bei denen mache ich mir tatsächlich auch Sorgen, ob ich die nicht rüberfliegen muss. Ah, das ist echt cool, ne? Schau ich dir mal an. Wie schön das aussieht mit der Wüste. I like it. Ich mache mir aber Sorgen bei denen, weil die haben die einzige Futterstation hier hinten. Und der Weg ist echt weit. Ich hoffe, die finden das. Ansonsten muss ich die auch noch rüberfliegen. Nützt ja nichts. Aber passt schon. Wir lassen den nächsten frei. Und zwar Tundra-Muster. Die anderen beiden lasse ich dann so frei, weil es dauert halt sehr lange bei dem T-Plus. Dann haben wir diese Folge 10 ganze Dinos freigelassen. Ist ja auch nicht schlecht. Muss auch mal sein. Okay, man merkt jetzt gleich schon, das Tundra-Muster... Das Schweif hier wieder. Das Tundra-Muster passt auf jeden Fall nicht so gut wie das Wüstenmuster. Aber wenn mal der ein oder andere Dino hier raussticht, das ist halb so wild. Finde ich nicht schlimm. Ist halt der eine Dino mal ein bisschen dunkler. Bisschen länger in der Sonne geblieben. Aber Langhälse mag ich sowieso sehr gerne. Die haben eine ganz tolle, beruhigende Ausstrahlung. So, da haben wir ihn. Ja, cool. Ah, da freue ich mich. Und guck mal, wie schön das aussieht von hier oben. Wenn die dann in der Wüste rumlaufen, richtig cool. Wir müssen in der nächsten Folge unbedingt zusehen, dass wir mehr Futterstation machen. Ich lasse jetzt noch die anderen beiden frei. Mal eben so nebenbei. Und ja, das soll es für die heutige Folge auf jeden Fall gewesen sein. Wir haben ganze 10 Dinosaurier freigelassen. Falls ihr schöne Namensvorschläge habt oder selbst halt in dem Park verewigt werden wollt, dann schreibt auf jeden Fall unten einen Namensvorschlag für die neuen Dinosaurier in die Kommentare. Mit etwas Glück seid ihr dann hier in meinem Wüstenpark vertreten als Dino. Falls ihr Ideen, Anregungen und sowas habt, auch gerne in die Kommentare. Und falls euch dieses Format gefällt oder das Projekt gefällt, würde ich mich mega über ein Like freuen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.